Willkommen bei der Frankfurter Stumpe und zu einem weiteren Midnight Smoke. Heute rauchen wir mal die Cohiba Ciclo 6. Kubanischer Klassiker. Riecht vielversprechend. Bisschen erdig. Gucken, was uns der Kaltzug so gibt. Auch ein bisschen Erde. Sonst, ehrlich gesagt, nicht so viel. Überraschung. Ach, die Ciclo 6, Freunde, ja, das ist so eine Zigarre, die es eigentlich nie so richtig im Handel gibt. Man muss schon sehr viel Glück haben, um die irgendwie zu bekommen. Und für mich aber von der, oder aus der ganzen Ciclo-Serie von Cohiba eigentlich die interessanteste. Zug ist schon mal super. Das ist schon mal viel wert. Warum die interessanteste aus dem Ciclo-Profil? Na, es ist ein schönes 52er Ringmaß und ich glaube 5,75 oder so Inch lang. Eigentlich ein schönes, großes Format. Haut natürlich auch mit so um die 40 Euro pro Stumpe eine ganz gute Kerbe in die Brieftasche. Ganz nette Story. Wahrscheinlich schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Aber ich erzähl's einfach nochmal. Irgendwann letztes Jahr erzählt mir der Stefan, der Chef vom Davidoff Flagship Store in Frankfurt, Andi, wir haben eine Kiste Ciclo 6. Hintergrund ist, ich bin eigentlich, immer wenn ich komme, sage ich, und, was gibt's Neues? So mäßig was Neues angekommen oder liegt was Neues an und das war eine echte Überraschung, gell? Also eines Tages laufe ich da rein, so, und, was gibt's Neues? Eigentlich mit der festen Überzeugung, dass es nichts Neues gibt. Dann so, ja, es kommt eine Kiste Ciclo 6 rein. Und ich so, okay, genommen. War auch echt happy, dass ich schon wieder mal eine so ganz regulär im Handel bekommen habe, weil, wie gesagt, das ist eigentlich vielleicht kein Ding der Unmöglichkeit, aber schon eine Aufgabe. Naja, und dann so in den Wochen danach ging es auf einmal so Schlag auf Schlag. Ja. Da kam noch eine zweite Kiste, habe ich auch bekommen. Und dann irgendwie den richtigen Moment bei Cigarworld abgepasst, weil da hatten sie gerade, ich glaube, es waren 14 Stück Ciclo 6. Manchmal haben die sie am Programm am Brandende beschädigt, wo dann so das Deckblatt vielleicht so einen halben Zentimeter das eingerissen ist. Und die habe ich dann auch genommen. Das heißt, dann wirklich so auf einmal rucki zucki mit Ciclo 6 versorgt gewesen. Ja. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Oh, guter, sehr guter Anfang. Sehr mild. Erde, Leder. So eine fruchtige Süße. Kein Pfeffer. Mal gucken, wie sich so entwickelt. Habe ja ein bisschen Zeit.
Was trinkt man heute zu? Zehn Jahre alten Glen Scotia. Peated, also torfig. Den hatte ich schon länger nicht mehr. Deswegen freue ich mich da heute auch extrem drauf, den zu unserer Siglo 6 zu trinken. Glen Scotia, ja, ich habe noch nichts getrunken heute. Glen Scotia Campbelltown Whisky. Campbelltown ist ja eine der, ich sage jetzt mal, schottischen Regionen, ne? Highlands die bekannteste, Lowland, Speyside, Ela, Campbelltown. Campbelltown, jetzt mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Liegt auf einer kleinen Halbinsel im Westen von Schottland, relativ nah an Nordirland, und nannte sich mal die Whisky-Hauptstadt der Welt. Weil es zu einem vor knapp 100 Jahren gab es da irgendwie auf relativ kleinen Fläche irgendwie paar 30 Destillerien. Also richtig krass. Heute sind noch 3 übrig. Glen Scotia. Und wohl die bekannteste, Springbank. Und die dritte habe ich vergessen. Ist aber auch, ich weiß noch, die dritte ist relativ neu dazugekommen. So irgendwie 2010, 2008, irgendwie so. Aber wie gesagt, das jetzt kann auch ein bisschen älter oder jünger sein. Aber im Vergleich zu Glen Scotia, die so Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen haben, halt richtiges Baby. Ja, Glen Scotia ist auch eine der kleinsten Destillerien. In Schottland nicht die kleinste, aber gehört schon zu den kleinen. Und also größtenteils machen die eigentlich, sag mal, 2 Hauptlinien. Erstmal die Peated Whisky und Unpeated. Ja, wir haben heute den Peated, also den torfigen. Und der ist auch ganz gut getorft, muss man sagen. Jetzt nicht so wie ein Kauila oder Artback oder sowas. Aber merkt man schon. Muss man mögen. So. Beim letzten Midnight Smoke hatten wir ja die Camacho American Barrel Aged. Da haben wir jetzt mal eine schöne Abwechslung mit der Siglo 6. Man muss sagen, bisher funktioniert es auch ganz gut. Zug ist super. Geschmack ist super. Kann man also nicht meckern. So, was ging ab die Woche, Freunde der guten Unterhaltung? Am Montag kam unser Podcast. Bushido gegen Ruth. Haben wir uns wieder mal in die Untiefen des deutschen Hip-Hop gewagt. Und da, wie sie rumbaldowert. Ja, war ganz interessant.
man merkt halt auch, sobald man so ein bisschen in den Mainstream geht, und mit Mainstream meine ich ja, dass man halt schon merkt, dass Hip-Hop die weitaus größte, ich sag jetzt mal, Jugendbewegung und Stilrichtung ist, die gerade irgendwie interessant ist. Das merkt man natürlich auch direkt an den, an der Anzahl von Leuten, die den Podcast hören oder dann auch das entsprechende Video auf YouTube anschauen. Ist aber eigentlich gar nicht so die Triebfeder dahinter, weil wir sind eh eine Nische und bedienen ein sehr kleines Publikum, was auch super ist, eigentlich. Was halt immer auch noch so einen, ja, fast familiären Touch gefällt mir. Also wir machen es nicht wegen Zuhörerzahlen, Zuschauerzahlen, sondern was natürlich prinzipiell ein Thema ist, was uns alle so busy anspricht. Er schafft es dann auch im Laufe der Woche noch so ein bisschen weiter verfolgt. Wie sich das so entwickelt hat. Aber manchmal kommt es aber auch vor wie Kaugummi. Hin und wieder geht es so Schlag auf Schlag, da passieren 5, 6 sehr interessante Dinge irgendwie, also was jetzt diesen Bushido-Prozess angeht und so weiter. Aber dann sind es auch wieder ein paar Wochen, die sind so, ach du meine Güte, jetzt reicht's aber. Ja. Apropos Internet, ah, da ist die Woche, die war. Echt, was eigentlich die Woche davor, aber die war ganz interessant. Hintergrund ist, sagen wir es mal, soziale Medien. Zum Beispiel auf Facebook. Bin ich eigentlich gar nicht aktiv, aber ich gucke eigentlich jeden Tag mal so ein bisschen drüber, weil es für mich in erster Linie inzwischen ein Tool ist, um Kontakt zu halten zu verschiedenen Leuten, die dann als Beispiel keinen Instagram-Account haben oder kein Twitter oder ähnliches. Und dann gucke ich immer mal rein. Und vor mehreren Monaten ist ein Bekannter von mir war in Therapie. Irgendwo ein bisschen außerhalb von Frankfurt. War mehr so keine reine Psychotherapie, sondern mehr so Entgiftung und also war auf jeden Fall ein Junge, der Drogen- und Alkoholprobleme hatte und dadurch relativ viel Probleme in seinem Leben gehabt hat. Den seinen Fortschritt habe ich so in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt gehabt. Und das sah eigentlich alles auch ganz positiv aus, gell? Da war so viel Sport dabei und das hilft ja, wenn man körperlich fit wird, auch so ein bisschen den Geist zu reinigen. Aber das war ganz komisch. Manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl, gell? Und ich habe mir das immer, wenn ich ja mal auf Facebook war, so angeguckt, was hat er gepostet und was schreibt er so. Und irgendwann ging es so in die Richtung, ja, ich habe es jetzt bald geschafft, ja, bald bin ich wieder zu Hause. Und ich hatte ein ganz komisches Gefühl, es war nämlich so wie, ah Junge, ey, ich glaube, das wird nichts. Ja, ich hatte das Gefühl, sobald du wieder zu Hause bist, fängt die ganze Scheiße von vorne an. Eigentlich auch ganz unbegründet. Also es gab da jetzt keine
Anzeichen, die ich bewusst irgendwie analysiert hätte. Es war mehr so, wie gesagt, ein Bauchgefühl. Naja, und es war dann auch so, er kam irgendwann heim und hat dann auch relativ erfreut gepostet, so, ah geil, endlich wieder zu Hause, hier ein neues Leben beginnt und die alte Scheiße hinter sich lassen und hier, ich habe erkannt, wer es zu mir steht und wer nicht und so weiter und so fort. Und das war ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Alter, das Blabla, das ist einfach nur Gebabbel. Auch hier wieder reines Gefühl und wenig Fakten irgendwie. Ja, und dazu muss ich sagen, das war jetzt nicht so auf eine Ebene so, so Schadenfreude, sondern mehr so eine Traurigkeit, wo man oder wo ich gedacht habe, ey, ich würde es dir echt wünschen, wenn das geil wird, aber es fühlt sich einfach nicht so an. Ja, und ich glaube, das ging vielleicht so 2 Wochen irgendwie. Und man hat tatsächlich dann auch an seinen Postings gemerkt, wie es abwärts ging. Ja. Die wurden einfach vom Stil her anders da. Während das vorher mal so war, ah ja, hier, ich bin jetzt topfit und es geht los und ich freue mich und so weiter, war es dann mehr so, ach hier, was für ein Spasti hier und was für Idioten da und so weiter. Man hat so gemerkt, diese Negativität hat dort Einzug gehalten. Und das war dann auch ein Punkt, wo ich dann auch wirklich, wo es von diesem Gefühlsmäßigen wegging und wo ich mir gedacht habe, ah, okay, Mann, scheiße, es scheint sich zu bewahrheiten, was ich irgendwie befürchtet habe. Und da gab es dann auch ein so ausschlaggebendes Posting, das war wirklich kompletter Wahnsinn eigentlich. Also richtig halt über 2, 3 Leute so richtig hergezogen, ja, wo man gemerkt hat, oh Mann, da hat wieder was. Es war so das Gefühl, Alter, du hast jetzt gerade einen angesoffen und jetzt schreibst du irgendeine komplette Scheiße. Hey, und was soll ich sagen, Mann? So war es dann auch, gell? 2 Tage später sehe ich dann, okay, Mann, das war nix. Ich begebe mich wieder in Therapie. So scheiße sich das jetzt anhört. Aber ich glaube, das ist einfach. Der Junge ist jemand, den, glaube ich, das Leben kaputt gemacht hat. Man fragt sich dann ja so, ja, warum? Wie ist das passiert? Was hat dazu geführt und all sowas, aber. Da gibt es natürlich keine, also weder eine einfache Erklärung noch ein Ereignis, was das irgendwie alles erklären könnte. Ja. Ich glaube einfach, dass manche Menschen einfach an dem Leben verzweifeln. An dem Leben verzweifeln und so wie die Welt ist. Ganz oft grausam und schnelllebig und brutal, dass da einfach nicht jeder mit klarkommt irgendwie. Und das sind halt ganz oft die Jungs und auch Mädels, die dann halt irgendwie zurückbleiben. Ja. So, das sind dann halt die gescheiterten Existenzen. Und irgendwie schafft man es auch als Gesellschaft nicht, habe ich das Gefühl. Da kann man sich ja immer auch an die eigene Nase greifen. Man schafft es einfach nicht, diese Leute einzufangen. Ja. Diese Leute einzufangen und ihnen irgendwie einen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen, wo sie einfach glücklich leben können. Das scheint nicht drin zu sein, irgendwie.
Das habe ich auch heute. Das habe ich krass gerade gar nicht erinnert. Also als Erklärung. Ich bin ja jetzt quasi so ein bisschen als Privatier unterwegs, also keine reguläre Arbeit. Halt zu Hause und genieße das Leben so ein bisschen. Und deswegen relativ viel Zeit, was auch gut ist, weil es genau das ist, was ich wollte. Warum sage ich das? Weil ich habe dann irgendwann heute Vormittag irgendeins dieser Mittagsmagazine, ich glaube auf ZDF gesehen. Und da war dann ein kurzer Bericht drin von, hört jetzt erstmal ein bisschen weit weg an, aber ich komme gleich zu dem Punkt, warum ich glaube, dass das zusammenhängt. Aber ich muss mich hier ein bisschen um. Ich laber zu viel und kümmere mich zu wenig um die Zigarre. Also, ich gucke mir dieses Mittagsmagazin an und da war ein Bericht drin über den Autounfall. Und zwar auf irgendeiner Autobahn, ich habe es jetzt vergessen. Aber da ist so innerhalb von einer halben Stunde sind zwei Unfälle relativ am gleichen Ort passiert. Und zwar der erste Unfall war, da ist ein LKW auf einen anderen draufgefahren. Und leider Gottes ist der Fahrer gestorben und der andere eingeklemmt, richtig eklig. Und dann später nochmal ist ein normaler PKW auf den LKW draufgefahren. So, ey, kompletter Wahnsinn eigentlich. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wir haben dann einen der Ersthelfer interviewt, der dann vor Ort war. Und hat so gesagt, ey, als ich hier angehalten habe, war das locker schon 3, 4 Minuten vorbei und das war ein reger Verkehr. Das heißt, da sind vermutlich Hunderte. Ich meine, ihr wisst, wie so belebt so eine Autobahn ist. Ja? Und das war mitten am Tag. Da müssen einfach Hunderte von Leuten vorbeigefahren sein, ohne anzuhalten, ohne den Leuten dort, die in diesen Unfall involviert waren, zu helfen. Und da frage ich mich allen Ernstes, so, was sind das für Menschen? Was zur Hölle sind das für Menschen, die ganz offensichtlich an einem gerade passierten Unfall einfach vorbeifahren? Da ist ein Mensch gestorben und irgendwie dann so 3, 4 verletzt. Wie geht das? Wie geht das? So, und die Brücke, die ich eigentlich schlagen wollte, ist, weil ich schon gemeint habe, so gescheiterte Existenzen, die in der Welt nicht so richtig klarkommen. Und das ist ja ein Symbol dafür, wie kalt Leute sind. Wie kaltschnäuzig, wie ignorant und wie egozentrisch Menschen sind, die an so einem Unfall vorbeifahren, weil das sind auch die Leute, die im normalen Leben ja, das sind halt wie Roboter, gell? So, keine Ahnung, auf die eigene Karriere fokussiert oder ey, das ist nicht mein Bier, was geben mich andere Leute an? So, also halt genau dieses Verhalten, ja, spiegelt sich auch dann da wieder. Ist schon manchmal abteilen. Ich bin ja wirklich nicht der oberempathischste Typ. Ja. Manchmal vielleicht ein bisschen grobschlächtig und provokativ und all das, alles okay. Ja. Aber wenn es doch dann irgendwie ernst wird oder
es um Existenzen geht, um das Wohlbefinden seiner Mitmenschen. Hey, da muss man doch am Start sein. Oder? Ich verstehe das nicht. Ey. Naja. Manchmal ist dafür dann auch eine Zigarre gut. Eine Zigarre und ein guter Whisky, weil da ist man dann eine Stunde, sag ich jetzt einfach mal, beschäftigt. Man hat nur seine Zigarre und muss sich nicht um den Weltschmerz da draußen kümmern. Zigarre rauchen, Whisky trinken, abschalten, Dinge verarbeiten oder verdrängen. Ja. Habe ich dann heute auch ein Video gesehen. Eigentlich auch gleiches Thema, lustigerweise. Ich schmeckt gerade heute immer so busy, grüblerisch, depressiv unterwegs. Aber wie gesagt, Midnight Smoke, es kommt einfach alles aus meinem Mund raus, was ich mir gerade so, was mir im Kopf herumgeht. Und dann ist das halt heute so. Also YouTube-Video angeschaut von einem anderen Zigarren-Reviewer in den USA, den ich schon relativ lange verfolge und wir schreiben auch immer wieder hin und her. So ist jetzt also kein vollkommen Unbekannter, auch wenn ich ihn nie persönlich getroffen habe. Naja, und ich gucke mir heute sein letztes Video an und auch da wieder ist so, ich schaue es mir an und denke, ey, der Junge ist heute irgendwie nicht gut drauf. Gell? Auch hier wieder nur so gefühlsmäßig. Gell? Man guckt es und denkt, also gerade auch im Vergleich, wenn man schon, keine Ahnung, 100 Videos von dem gesehen hat, ja, kriegt man ja so ein Gefühl, wie der Typ ist. Ja. Naja, ich gucke mir es an und denke mir so, boah, ja, der wirkt aber ein bisschen niedergeschlagen irgendwie oder nachdenklich besser. Nachdenklich klappt es besser. Naja, wenn es einem halt auffällt, mal jetzt mal dahingestellt, ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht, aber wenn einem sowas auffällt, kann man auch irgendwas sagen. Ne? Also habe ich dann einen Kommentar geschrieben, ey, wie immer so, cooles Review. Mann, aber irgendwie wirkst du heute ein bisschen nachdenklich, grüblerisch. Ich hoffe, es geht dir gut. Schöne Grüße. Ja. Ich meine, im besten Fall sagt er dann, ey Bruder, ey, alles gut, keine Ahnung. Falsch angekommen oder was auch immer. Das wäre der Optimalfall. Ein anderer Fall wäre schon gesagt, ja, man geht mir wirklich nicht so gut, aber läuft schon. Weil, ja, man, am Ende des Tages halt ein Fremder, gell, man erwartet dann auch nicht, dass der einem dann sein Herz ausschüttet, irgendwie. Aber so oder so, ich finde es dann immer besser, sein eigenes Gefühl irgendwie mitzuteilen, als einfach nur so das übliche Blabla abzugeben, so, ey, alles gut, geiles Video, danke, ciao. Ja. Cheers, meine Freunde, auf gute Gesundheit und dass euch allen da draußen gut geht. Ansonsten hat mich die Woche eigentlich relativ intensiv die Glaubwürdigkeitskrise der CDU, CSU beschäftigt.
Was ja eigentlich keine Überraschung sein sollte, dass die Jungs ein Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit haben. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber hat halt jemand. Naja, man kann es schon so sagen, er wurde der Korruption überführt, weil er ein Geschäft mit Mund-Nasen-Schutz, mit Masken an einen seiner, ich will jetzt nicht mal sagen, Freunde oder Geschäftspartner weitergegeben hat, gell, um da ein bisschen Kohle einzusammeln. Und ja, Mann, da gibt es nichts schön zu reden, gell? So, der wollte halt Business machen, gell? Aber wenn man halt ein öffentliches Amt bekleidet und der Vertreter des Volkes ist, hat man vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern hat man auf jeden Fall sich an anderen Standards zu messen, wie der Hans Mustermann da draußen, ja, und ist halt rausgekommen und am Arsch. Ich weiß gar nicht, ich glaube heute oder gestern war dann auch so eine Schlagzeile, weiß gar nicht, bei Zeit oder beim Spiegel oder so, also nicht im Magazin, sondern online, war dann so das Thema, die schlimmste Krise seit der Kohlspendenaffäre. Okay, es war jetzt vielleicht, fand ich ein bisschen übertrieben, weil es halt wie gesagt ein CSU-Politiker aus der zweiten Reihe war, so ein bisschen und nicht zu vergleichen mit einem Skandal, den damals der Bundeskanzler Helmut Kohl zum Opfer hatte oder als Thema hatte. Also eigentlich kein Vergleich und mein Empfinden ist auch, auch wenn es natürlich vollkommen inakzeptabel ist, bei weitem nicht so schlimm wie die damalige Spendenaffäre. Aber vielleicht mag auch da das Empfinden von anderen Leuten anders da sein wie meins. Das ist ja auch legitim. Quer ist natürlich ein bisschen abtönend jetzt im Wahljahr, da so eine Bombe reinzubekommen. Es kommt gar nicht gut. Entschuldigung. Aber ja, man, da muss man durch, gell? Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ob das irgendeinen nachhaltigen Einfluss hat auf den Denkprozess der Menschen im Sinne von, dass wenn Wahltag ist, sie sich noch daran erinnern und sagen, oh Mann, hier CDU, CSU, da war das, das war doch scheiße, die kann man nicht wählen. Oder, was ich viel eher glaube, bis dann einfach komplett vergessen ist. Und von irgendeiner anderen Story abgelöst, von irgendwas komplett Belanglosem, wie zum Beispiel jetzt gerade, ich glaube, Prinz Harry ist es und seine Frau Meghan Markle, die ein Interview geben bei Oprah Winfrey über uns. Es geht uns ja so schlecht, gell? Und wir haben uns gemobbt gefühlt und keiner hat uns geholfen und ist ja ganz schlimm, deswegen müssen wir uns zurückziehen. Halt die Fresse, ey. Wirklich. Irgendwelche ultra privilegierten Menschen, die sich dann im Fernsehen ausheulen, wie schlecht es ihnen geht. Alter, da habe ich mir auch gedacht. Ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe. Auf jeden Fall fand ich es rundum lächerlich. Weißt du, wenn der Fließbandarbeiter von VW, der jetzt gerade seinen Job verloren hat, sich darüber beklagt, dass er nicht weiß, wie er die Miete bezahlen soll oder den Kühlschrank füllt, dann ist das ein Problem, ja? Dass irgendein verzogener Bengel aus dem britischen Königshaus und seine Frau sich darüber echauffieren, wie schwer das Leben ist, da habe ich kein Verständnis für. Habe ich kein Verständnis für. Aber trotzdem, ja, es zieht Leute in ihren Bann. Manchmal glaube ich, die Leute sind doch einfach bescheuert. Also die Siglo 6, meine Freunde,
Bis auf das eine Mal, wo ich es neu anzünden müsste, was aber mein Verschulden war, weil ich mich nicht um die Zigarre gekümmert habe, performt richtig gut. Toller Geschmack, toller Zug, wirklich der Zug perfekt. Dieses typisch kubanisch Erdledrige ist da. Und dann dieser sehr angenehme, unterschwellige, Süße. Und ich glaube, das kommt von dem zusätzlichen Aging im Calvados-Fass. Die Cohibas werden ja noch, ich glaube, 6 Monate oder 4, weiß jetzt gar nicht. Der Tabak wird nach dem normalen Aging-Prozess nochmal zusätzlich in einem Calvados-Fass gelagert. Calvados ist ja so ein französischer Apfel-Brandy. Und der hat natürlich die Süße vom Apfel, klar, diese Fruchtsüße. Und die gibt das Fass dann natürlich an den Tabak ab. Und das merkt man. Jetzt nicht so, als wäre das eine geflavorte Zigarre. Aber man merkt das so ganz unterschwellig. So beim Wein hat man wahrscheinlich gesagt, beim Abgang. Ja, merkt man einfach diese Süße vom Apfel, glaube ich, auch von diesem Apfelbrandy. Womit sie aber ein bisschen Probleme hat, das muss man sagen, die war jetzt schon wieder so kurz vorm Ausgehen. Gell? Und jetzt war es wirklich nicht, dass ich mich minutenlang in irgendeinem Monolog ergossen hätte, sondern ich habe eigentlich schon aufgepasst. Gell? Aber die ist so, das ist keine Zigarre, jetzt gerade die. Die man guten Gewissens mal 2, 3 Minuten im Aschenbecher liegen lassen kann, mit der Hoffnung, dass wenn man sie dann wieder aufnimmt, direkt weiterzieht. Der Junge hier neigt zum Ausgehen, leider. Man merkt so ein bisschen, was kommt raus, aber nicht so, wie man es gerne hätte. Also nochmal. Und das ist ein bisschen schade. Ja? Also das ist natürlich, oh, das war schon. Das ist natürlich bei jeder Zigarre ein bisschen ärgerlich. Aber natürlich bei so einer Siglo 6, für die man ein paar Mücken hingelegt hat, dann eigentlich doppelt ärgerlich. Was will man erwarten, ja? Das erneute Anzünden, also jetzt das zweite Mal, führt natürlich auch dazu, dass die Rauchdauer so wie sie runtergeschraubt wird, weil man natürlich jedes Mal beim erneuten Anzünden ein Stück mehr von der Zigarre verbrennt und damit die Rauchzeit verkürzt. Auch kein geiler Nebeneffekt, ehrlich gesagt. Also gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen am Band bleiben. Dass ihn ja gleich schon wieder ausgeht, der College. Dieser kleine Scotia passt sehr gut dazu, muss ich sagen. Diese leichten Torfnote und diesem etwas, wie will man es sagen, fast ein bisschen salzigem Beigeschmack. Passt der Whisky sehr gut zur Siglo 6. Da hat man einen echten Glücksgriff getan.
Ja, ohne zu Nachrichten, die aufpoppen. Mein Bart wächst und wächst, ey. Ich kratze immer nur so ein bisschen die Seiten ab, damit ich nicht so aussehe, als würde mein Gesicht gleich explodieren. Weil, ob man es glaubt oder nicht, ich hätte, wenn ich jetzt meine Haare wachsen lassen würde, obwohl ich hier oben schon ein bisschen kahl werde, aber ich habe ja seit, ich hätte fast gesagt Jahrzehnte, aber ich glaube seit locker 15 Jahren, habe ich halt immer Haarschneidemaschine, zack, runterrasiert, ist mir alles scheißegal. Lege ich keinen Wert drauf. Auf eine top gestylte Frisur. Das war so was, was war mir schon immer relativ wurscht, muss ich sagen. Was ich eigentlich sagen wollte, ob man es glaubt oder nicht, eigentlich habe ich so einen Lockenkopf. Ja. Also wenn ich meine Haare wachsen lassen würde, hätte ich ganz schnell viele kleine Löckchen. Kann man jetzt mögen oder nicht. In meinem Fall war es ehrlich gesagt nie. Aber ich merke das auch im Bartwuchs. Manche Leute haben ja echt so einfach so richtig glatte Haare. Ja. Auch dann im Bart. Aber auch meine Barthaare sind immer so ein bisschen gekräuselt. Das hat den Vorteil, dass der Bart relativ voll aussieht, so vom Wuchs her und dicht. Dicht ist ein besseres Wort. Hat aber auch den Nachteil, dass der, wenn man es jetzt durchkämmt, das immer so ein bisschen robbt und reißt. Weil da so viele Löckchen da drin sind. Ja, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ich ertappe mich schon immer dafür, dass ich sehr oft hier an meinem Bart so diese Pflegebewegung mache. Aber läuft. Zigarre nicht vergessen. Die Woche hatte ich noch so ein geiles Erlebnis, ey, wo ich mir wirklich mal ge wieder gedacht habe, Deutschland Dienstleistungswüste. Und zwar, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Mittwoch. Wobei, Uhrzeit 12:30, es ist schon Donnerstag. Auf jeden Fall am Mittwoch, also gestern, hatte meine Mutter Geburtstag. Und wir haben uns, also meine Frau und ich, schon also 2, 3 Wochen vorher darüber Gedanken gemacht, was wir denn schenken. Und da kam uns dann letzte Woche, also jetzt relativ genau 7 Tage her, die Idee, meine Mutter braucht ein neues Handy. Das alte, was sie hatte, das war schon irgendwie 8 Jahre alt und hat halt so langsam den Geist aufgegeben. Dann haben wir gesagt, oh cool, schönes Geschenk, macht Sinn, wird sie freuen und so weiter und so fort. Hat meine Frau gedacht, und ich habe dazu gestimmt, dass man doch jetzt nicht unbedingt alles bei Amazon bestellen muss, sondern vielleicht auch woanders da. So, sein Geld ein bisschen verteilen, gleichmäßig und fair. Und nicht alles beim Branchenriesen lassen. Also hat sie bei einem kleineren, und der ist auch nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber auch nicht so klein, gibt schon bundesweit, das Handy bestellt. Und es war dann irgendwann letzte Woche, Dienstag oder so, glaube ich. Ja, bestellt, bezahlt, alles cool. Und es kam dann aber ständig keine Mitteilung, dass die Ware verschickt ist. Und dann war es, ich glaube, am Montag, dann haben wir uns gefragt, ey, Mittwoch ist der Geburtstag. Dieses scheiß Handy ist nicht da. Also meine Frau Justamente ruft dann dort an und sagt so, hier, Lieferung bezahlt. Wurde sie vielleicht schon verschickt? Und ich habe nur die Mail übersehen oder sowas. Und ich saß daneben, ja,
Und die Dame an der Hotline so, ja, Moment, da schaue ich mal nach. Und die sagt dann einfach so, ja, nee, das wurde noch nicht verschickt. Das geht dann morgen oder übermorgen raus. Meine Frau so, was? Morgen, übermorgen? Das Ding wurde vor einer Woche bestellt, direkt bezahlt. Das brauchen wir eigentlich dann übermorgen zum Geburtstag. Können Sie denn garantieren, dass es da ist? Ja, nee. Wie gesagt, das geht morgen oder übermorgen raus. Ja. So, what the fuck? Was habt ihr denn eine beschissene Woche lang gemacht? Habt ihr das Zeug einfach liegen lassen und einfach nicht verschickt? Ich meine, es verlangt ja keine so Amazon-mäßig, dass wenn ich morgens bestelle, die Scheiße am gleichen Tag da ist. Aber ey, mach's doch einfach am nächsten Tag, gell? Und wenn es dann 2, 3 Tage dauert, ist doch alles cool. Deswegen haben wir es ja eine Woche vorher bestellt, gell? Um auf Nummer sicher zu gehen. Und meine Frau dann so, ey, ganz ehrlich, wissen Sie was? Es wundert mich kein bisschen, dass die Leute bei Amazon bestellen, ja? Weil die Scheiße funktioniert halt einfach. Bitte stornieren Sie die Bestellung. Ja. Ja, okay. Wurde dann auch storniert und da frage ich mich, da habe ich mich echt wieder gefragt, ey. Weißt du, die Leute beschweren sich dann darüber, dass so viele Leute bei Amazon bestellen und so weiter und so fort und ah, Hilfe, mein Business geht kaputt. So, und wenn du was bestellst, verschicken die Scheiße einfach nicht, gell? Oder das dauert halt 1,5 Wochen. Ey, da denke ich mir, wenn ich doch einen Onlinehandel hätte, und ich weiß, ich habe große Konkurrenten, mit was kann ich denn punkten? Ja? Mit dem Preis kann ich nicht punkten, weil die Großen können dich ausstechen. Ja? Mit der Logistik kannst du auch nicht punkten, weil du kannst niemals gegen Amazon anstinken. Also muss es doch sein, dass du kompetenter, freundlicher, direkter, was auch immer bist. Ja? Aber ey, die Leute bockt es einfach nicht. Und dann wundern sie sich, dass ihr Scheiße, dass ihr Geschäft Scheiße läuft. Ja? So, ja, kein Wunder, Mann. Wenn du so arbeitest, wundert es mich nicht, dass dein Geschäft Scheiße läuft, weil über kurz oder lang wird kein Idiot mehr bei dir bestellen, weil du die Kacke halt einfach nicht auslieferst. Genug geflucht. Antialkoholisches zum Runterspülen. Die Woche war ein paar Mal relativ schönes Wetter wieder. Nicht so warm wie die Woche davor, aber es war ein blauer Himmel und es hat nicht geregnet und es war dann so irgendwie um die 9 Grad oder so. Das habe ich natürlich dann immer genutzt und auch draußen gesessen. Und wie das dann so ist, die Nachbarn laufen vorbei, man kennt sich ja. Und es ist ein Typ, einer meiner Nachbarn, netter Kerl, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt, das ist aber auch scheißegal. Aber ich würde sagen, er ist so 6, 7 Jahre älter als ich, vom Gefühl her. Und ich saß dort draußen und habe hier, das ist Sinalco Zero, ja, Sinalco Old School feiere ich. Und habe dann so also da gestanden, habe getrunken, ja, so. Und er sagt, ey, was für ein Bier trinkst du denn da? Manche, hey, ist kein Bier. Guck mal, ist eine Cola. Alles gut, weil es war irgendwie so morgens um 11. Also nicht, dass ich Problem hätte, morgens um 11 Alkohol zu trinken, aber in dem Fall war es halt nicht so. Aber die Geschichte geht weiter. Also gestern sitze ich wieder draußen. Und trink auch wieder hier meine Sinalco Zero, gell? Und meine so, ey, musst aber aufpassen mit der Cola, gell? Und ich so, hä, wieso, was meinst du? Meine, ja, ey, ich habe auch immer, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht und jetzt habe ich die Scheiße, also pass ein bisschen auf, gell? Und meine ich, was meinst du denn? Mein Diabetes, hast du Diabetes? Weil klar, Cola assoziierst du mit Zucker und so weiter, so, ja. Doch ganz mild und so weiter, aber muss ja nicht sein. Meine ich, ey, ist doch alles gut, guck mal, weil ich habe klingende Zero. Also nicht, dass jetzt Zero
wesentlich gesünder wäre als eine normale Cola, aber zumindest das Zuckerproblem hast du nicht. Gell? Und er so, ah ja, cool. Und dann hast du zwei, drei Worte gewechselt und ist er weitergegangen. Aber das meine ich mit, beschäftige dich mit deinen Mitmenschen. Gell? Hätte ich auch einfach einen Scheiß dafür interessieren können, was ich trinke, aber hat so gedacht, ey, guck mal, da sitzt der Andi, der ist eh schon ein bisschen verfettet. So, typischer Diabeteskandidat. Kannst du ja mal darauf hinweisen, dass Cola jetzt nicht vielleicht das Geilste ist. Gell? Das ist doch cool. Ich habe mich auch gar nicht irgendwie angegriffen gefühlt, sondern das war eher positiv. Da habe ich schon gesagt, ey, guck mal, mein Nachbar interessiert sich einfach dafür, dass ich gesund bleibe. Ist doch geil. Ja? Und dann sind es halt auch, es sind dann halt so die Gesten. Ja? Ganz oft geht es ja auch gar nicht darum, dass du jetzt aktiv irgendetwas machst im Leben von anderen, von deinen Mitmenschen, sondern es geht um Gesten, ja. Ein Lächeln, ein nettes Hallo, so, ey, wie geht's, was geht ab, wie geht's der Familie, so all dieser soziale Schmierstoff, gell. Gut, das haben wir zum Anfang des Videos durchgekaut, aber genau das, dieser soziale Schmierstoff, der uns alle so ein bisschen verbindet, habe ich das Gefühl, der geht bei manchen Menschen, ist der nicht da. Oder der Schmierstoff ist eingetrocknet, was weiß ich. Läuft auf jeden Fall nicht. Und es bedarf ja wirklich nur von sich selber nur ein Minimum an Anstrengung, das aufrechtzuerhalten. Und wenn man nicht mal bereit ist, das zu tun, ich weiß auch nicht. Die Welt ist am Arsch, ey. Manchmal. Also wenn dieses kleine Manko mit diesem Ausgehen nicht wäre, wäre das eine 100% perfekte Zigarre. Ja. Durch diese Problematik ist sie jetzt nicht hundertprozentig perfekt, aber schon ein sehr guter Smoke. Kann man echt nicht meckern. Abbrand ist auch nicht so. Mal hier. Könnte geiler sein, gell? Muss man ehrlicherweise sagen. Und die macht jetzt auch nicht so den Eindruck, als würde die sich direkt selber korrigieren. Also nochmal das Feuerzeug. Schade, 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 das schmälert so ein bisschen den guten Gesamteindruck, muss man dann einfach sagen. Ne? Burn, Baby, burn. Ah ja, Freunde. Lernen wir mal den Scotia noch mal Cheers auf gute Gesundheit. Auf Nächstenliebe. War gut. Ja, Freunde. Sind hier so im letzten Drittel. Ne? Ja, noch ein schöner Smoke. Guti. Es war sehr kurzweilig. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel geredet. Aber es muss auch mal sein. Könnt ihr mal, wenn ihr Bock habt, mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon mal eine Siglo 6 gehabt? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Wenn nein, würdet ihr gerne eine rauchen. Und auch ansonsten, ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, so, was können wir im Podcast behandeln?
Findet ihr gut, was wir machen? Findet ihr schlecht, was wir machen? Was auch immer. Kommunizieren, ja, ist das A und O. Also immer her damit. Mit der Laberei. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Bleibt mir, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns spätestens in einer Woche wieder zum nächsten Midnight Smoke oder Montag zum nächsten Podcast. Bis dahin. Good night.